Infineon ist ein weltweit führender Anbieter für Halbleiterlösungen. Diese kleinen Teile sind in sehr, sehr vielen Produkten des täglichen Lebens verbaut. Ich bin Michael Doroschinski und arbeite für Infineon Austria in der Produktion als Instandhaltungsleiter im Bereich Ionenimplantation. Durch unser riesiges Portfolio ist es uns nicht möglich, wie in der bekannten Industrie in einer Fließfertigung zu arbeiten, denn wir fertigen zeitgleich bis zu 1900 Produkte. Industrie 4.0 ist keine Revolution, es ist eine Evolution. Wir haben uns dazu vor einiger Zeit in Villach den Pilotraum 4.0 geschaffen, der es uns ermöglicht, Industrie 4.0 Anwendungen in Echtzeit ablaufen zu lassen. Dies eröffnet uns und den Kolleginnen und Kollegen neue Möglichkeiten, sich im Job weiterzuentwickeln. Zum Beispiel der neue Job des Leitstandoperators, der es ermöglicht, mehrere Maschinen gleichzeitig anzusteuern und zu überwachen. Der Schlüssel für einen erfolgreichen Weg in diese Richtung ist der Wandel von der Arbeitskraft zur Know-how-Arbeitskraft. Dies basiert von der Lehre bis zum Studium berufsbegleitend. Wir wissen heute schon, dass es in Zukunft auf systemorientiertes Denken ankommen wird und die Mitarbeiter eine wesentlich höhere Querschnittskompetenz erreichen müssen, um innovativ als Team gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die Infineon den Weg im Wettbewerb sichert.